Hallo, guten Tag. Ja, hallo, bin ich da beim Friseur? Beim Tierfriseur, ja. Was macht denn ihr alles für Tiere? Katzen und Hunde hauptsächlich. Ihr macht auch Katzen? Ja. Kennst du die mexikanischen Nacktkatzen? Nee, die kenne ich leider nicht. Das ist eine Katzenart, die bringt ganz viel Geld. Aha, und du hast so eine Katze? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn die so viel Geld bringen, dann würde ich unsere ganz gerne rasieren. Ja, hast du denn so eine mexikanische Katze? Nein, ich habe nur eine ganz normale Katze. Ja, ich höre sie auch schon gerade im Hintergrund. Was machst du mit der Katze? Na, die haben wir festgebunden, erstmal, dass sie nicht immer abhaut. Die habt ihr festgebunden? Ihr könntet die Katze nicht festbinden. Naja, doch, wenn sie sich nicht rasieren lässt. Aber wenn es doch gar nicht so eine mexikanische Katze ist, dann kannst du die auch nicht dazu machen. Na, jetzt noch nicht. Oh, jetzt wird doch mal die Katze los, die arme Katze, die schreit ja. Ihr könnt die doch nicht festbinden, das kannst du doch nicht machen. Wir haben ja auch schon angefangen, sie einzuschäumen, aber ich weiß nicht, wie habt ihr da einen Trick? Oh mein Gott, du kannst doch die Katze nicht rasieren. Die braucht doch auch ihr Fell für den Winter. Na, aber wir wollen sie doch verkaufen. Also, wir rasieren keine Katzen gänzlich. Wir schneiden denen vielleicht mal ein bisschen das Fell und kämmen die, aber wir rasieren die doch nicht. Nicht? Nee, leider nicht. Und das solltest du auch nicht machen. Das ist ja, aber die brauchen wir ja auch nicht mehr so, dass der Oma ihre. Weiß die Oma das? Nein. Du kannst doch nicht einfach Omas Katze festbinden und rasieren. Aber die hat doch 5 Stück. Oh je. Und ich soll dir jetzt sagen, wie du die Katze am besten rasierst. Ja, betäubt ihr die bei euch, bevor ihr Haare schneidet? Nein, wir betäuben die Katzen nicht, natürlich nicht. Das ja nicht. Wir wollen die ja nicht operieren oder sowas. Wir kämmen die ja nur und dann halten wir sie fest und dann kämmen wir sie. Naja, die Muschi hält einfach nicht still. Das ist doch klar, dass sie nicht still hält. Sie will das nicht. Und du kannst die Katze nicht rasieren. Und schon gar nicht, wenn du sie festbindest. Das geht nicht. Jetzt tun wir mal den Gefallen, jetzt bind mal die Katze los. Ich glaube, die findet das überhaupt nicht gut. Jetzt macht die Katze los. Ihr könnt das nicht machen. Das könnt ihr einfach nicht tun. Dann binde ich sie immer jetzt los. Genau. Ja? Hier nicken auch alle. Versprichst du mir das, dass du sie losbindest? Ja, ich sag ja, hier nicken auch alle. Okay. Du bist gerade im Radio zu hören. Das ist sehr gemein, das ist wirklich unglaublich gemein. Dann gibt's keine Omas-Muschi, die ihr rasieren wollt, ja? Nein. Okay, dann bin ich ja jetzt sehr beruhigt.